Na, dann heute eben nicht, mein liebes Spielchen. Dann werden wir uns irgendwann später noch einmal dem Bewegungsparcours widmen. Die Uniform haben wir ja jetzt. Ich hoffe mal, das reicht jetzt auch. Nicht, dass wir dann schon wieder einen eventuell verbuggten Uniformsgutschein nutzen müssen. Wir befinden uns jetzt gerade wieder hier bei der Todeskralleninsel für unsere fast tägliche Runde der Todeskrallenjagd. Auf der Suche nach schwarzem Titan sind wir. Toi, toi, toi. Das ist eine sichere Nummer hier. Aber bald. Wir brauchen siebenmal. Wir brauchen noch siebenmal schwarzes Titan. Fürs Erste. Siebenmal schwarzes Titan fürs Erste. Damit wir die grundlegende Baggerpower-Rüstung bauen können, mein lieber Scholli. Dieses schwarze Titan. Es treibt uns in den Wahnsinn. Man nennt es auch das schwarze Gold. Nein, Öl ist es nicht. Schwarzes Titan, das ist das schwarze Gold. Hat er nachgeladen vernünftig? Ja, hat er. Sehr schön. So, wir kommen wieder, Freundchen. Wir können ja mal aus Spaß ein bisschen Psychobuff nehmen. Psychobuff. Yeah. Oh ja. Oh, jetzt haben wir aber ein bisschen Durst, ne? Warte mal. Das können wir ja schnell lösen. Mit ein wenig Rußblumentee. Also ich brauche nur Rußblumentee und ein wenig Psychobuff, um mich wohl zu fühlen. So, wo ist denn diese Todeskralle? Ich sehe nichts auf dem Radar. Ah, es ist also eine hinterhältige. Hey, na, wie geht's dir? Stopp, stopp, stopp. Aus dem Hinterhalt. Verdammt! Nein, so ein Witz. Oh oh. Nein. Dafür habe ich Psychobuff genommen. Aua. Wow, 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 wow. Was für ein Reinfall. Ordentlich Strahlung haben wir getankt. Ordentlich Strahlung. Nicht wenig, vorsichtig. Hey, bleib stehen, Mann. Okay. Erstmal kurz Luft holen. Ein bisschen. Ein wenig Redaway tanken. Ein Stimpack hinterher. Wie lange halten die Drogen noch? Wie lange halten die Drogen noch? Gucken, ob wir die Todeskralle diesmal überraschen können. Mal gucken, ob wir die Todeskralle diesmal überraschen können. Psst, da ist sie. Ich sehe sie. Ich kann sie sehen. Doch nicht. Was war das? Wo ist sie hin? Hat sie sich wieder vergraben? Geht das? Da hinten ist sie, ne? Ist auch sehr dunkel für eine Todeskrallenjagd. Viel zu dunkel. Yeah! Eat this! Mein lieber Scholli, ne, der Schadensmultiplikator, gerade mit dem Schwarzpulvergewehr. So, schwarzes Titanschrott. Wunderbar, cool. Drei. Komm, nimm es. Zahnräder nehmen wir auch mit. Nein, das ganze schwarze Titan, bitte. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wunderbar, alles klar. Ah, ich möchte auch gleich mal ausprobieren. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mich jetzt einfach vom Server auslocke und wieder einlocke. Um diese Todeskralle wieder zu erledigen. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Schwarzes Titan, Klappe die zweite. Und diesmal haben wir auch ein bisschen Tageslicht. Damit wir unseren Widersacher mit den gefährlichen Krallen, mit den tödlichen Krallen, schneller entdecken können. Toi, toi, toi. Hoffentlich kommt er auch wieder. Hoffentlich ist es so einfach, wie ich mir vorstelle. Na? Hallo, Freund. Da ist er. Hey! Level 21. Bam, ja. Direkt ins Gesicht. Irre, oder? Würde mich auch ärgern, mein Freund. Dein Kumpel hat das auch nicht besser gefunden. Toi, toi, toi. Wie viel Schuss haben wir denn eigentlich noch? In unserer glorreichen Schwarzpulverpistole. 7. Jetzt. Oh. Na, wird das was?
Jawohl. Sehr schön. Ging ja alles ein bisschen schneller. Hey, na? Schönes Ding. Schönes Ding. Das ist ein bisschen Exploiten, oder? Was wir hier gerade machen. Aber ich möchte das Thema endlich auch mal abhaken, ne? Gitas, schwarzes Titan. Sehr schön. 6 Stück haben wir jetzt. Die Zahnräder nehme ich noch mit. Und das Fleisch natürlich. Können wir nicht liegen lassen. Wunderbar. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Schwarzes Titan, Klappe die dritte. Zurück hier am Flussufer zur Todeskralleninsel. Nachgeladen ist sie schon. Unsere glorreiche Schwarzpulver-Kanone. Naja, gut, ist ein Gewehr. Ich habe den falschen Artikel benutzt gerade eben. So. Wunderbar. Hi. Oh, verdammt. Verdammt. Die Rache der Todeskralle. Ich darf mich nicht aufs VRTS verlassen. Nicht bei 60%. Nicht bei 60%. Nicht cool. Aber wenn ich hier am Rand stehen bleibe, rennt sie nicht weg, ne? Oh doch, tut sie. Oh doch, das tut sie. Wir müssen wieder rüber. Uns in Gefahr begeben. Ganz kurz mal ein bisschen Redaway tanken. Und Psychobarf, damit wir hier einen schnellen Job hinlegen können. Hilfsmittel. Psychobarf. Ja, Mann. Und Stimpaks. Und ich habe so einen Durst. Und ich sollte vielleicht mal nachladen. Was sollte ich tun? Hallöchen, Todeskralle. Vorsichtig. Bam! In dein Gesicht. Na komm, na komm, na komm, Mann. Was ist los? Wo ist er? Lump Elender. Lump Elender, nimm das. Red Axe Fleisch nehme ich mit. Die Kralle kannst du behalten. Schwarzes Titan, sogar 4 diesmal. Ich glaube, wir haben diesmal genug. 7 waren das, ne? 7 habe ich das letzte Mal gesagt, als wir bei Gerahans Mining GmbH waren. Ich check das mal eben nach. Wir müssten 7 haben, ne? 10 sogar. Wunderbar. Aber noch zur Erklärung jetzt nochmal kurz hinterher. Dieses Exploit, was wir jetzt hier gerade gemacht haben in dieser Folge, ist eine absolute Ausnahme. Ich möchte mich ganz klar von diesen Machenschaften distanzieren. Das ist nicht cool. Solche Leute gehören ins Gefängnis, meiner Meinung nach. Ich habe das nur vorgemacht, damit ihr es nicht nachmachen braucht. Ne? Also machen wir nie wieder. Ab zurück zu Gerahan. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt haben wir es. Schwarzes Titan, zumindest für die grundlegende Baggerausrüstung. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir noch mehr schwarzes Titan brauchen, um unsere Baggerrüstung zu perfektionieren, zu upzugraden. Habt ihr mir ja geschrieben gehabt, dass man bis zu 200 Tragekapazitäten mehr haben kann, aber dafür muss man die nochmal upgraden. Gelle? Genau. Und das machen wir irgendwann, aber das machen wir jetzt nicht durch so einen Exploit. Oder zumindest nicht in der Aufnahme. Nein, Quatsch, wir machen das gar nicht mehr. Das ist nämlich super böse. Super böse und das zerstört das Spiel für immer. Robo-Hirnwächter, warte mal. Den kenne ich noch nicht. Ist der nicht legendär sogar? Ist der nicht sogar legendär? Die Beine soll man schießen, ne? Zählt das als Bein bei ihm? Auf sein Keilriemen? Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass man auf sein Hirn schießen kann. Warum dampft denn der so? Warum dampft denn der so, bitte? Hey, ist gut. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Ist er hinüber? Sieht gut aus, ne? Boah, ist ja richtig Krieg heute. Der Supermutantenhund, der war wahrscheinlich nicht ohne Grund hier. Hier sind überall Supermutanten, ne? Richtig? Da, ja, da ist einer. Wow, Level 40. Ula! Früher oder später. So, sehr schön. Das war's schon. Danke, mein Freund. Und wir sind nicht mehr auf Psychobarf, sehe ich gerade. Sehr schön. Hier ist noch einer. Oh, 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 oh. Hat der Raketenwerfer? Ja. Ah! Alter.
Ich muss ran, ich muss ran, ich muss ran! Ja, genau. Wechsel deine Waffe, wechsel deine Waffe. Was? Was? Zieh doch mal den Revolver, bitte. Oh Mann, das war echt dumm. Was war denn da los? Totales Tastaturgulasch hier. Nein. Alter. Nicht so cool. Nicht so cool. Nicht so cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. In Deckung. Deckung. Das war echt nicht cool. Ich sag's ja. Panik ist mein Killer. Ich kann mit Druck einfach nicht umgehen. Ich kann mit Druck einfach nicht umgehen. Ja, und du kannst offensichtlich nicht mit einer Ladung Schrot in deinem Gesicht umgehen, Vogel, du. So, was kann der Raketenwerfer? Den habe ich schon. Aber nehme ich trotzdem mit zum Zerlegen. Sollte ich vielleicht auch mal mit kämpfen. Nicht, dass ich das Ding hier einfach elendig lange mit mir herumschleppe. Haben wir alles? Was ist mit dem Roboter hier? Der sah so einzigartig aus. Kriege ich einen Schlag oder so? Nö, nicht wirklich. Hast du Federung dabei? Hm? Bleischrott-Schaltkreise. Ich glaube, das war wichtig. Mehr oder weniger wichtig. Aber egal. Wir widmen uns den noch wichtigeren Dingen hier. Nämlich unserer Baggerrüstung. Mann, Mann, Mann. Was war denn das bitte für ein klumpiger Kampf gerade eben? Das ist der Stress. Das ist der Stress. Der killt mich. Gerade hier in so einem sonst sehr, sehr ruhigen, entspannten Spiel. Na? Oh nein. Wen haben wir denn hier heute zu Besuch? Supermutanten hier drinne. Ja, leider. Leider, leider, leider. Ganz viele sogar. Gegen wen kämpfen die? Ich hab mich mal kurz raus. Ich hab mich mal kurz raus. Gegen die Grubenhauer. Nee, gegen Roboter, ne? Ja, genau. Macht das mal unter euch aus. Macht das mal unter euch aus. Oh. Ah. Hätte ja klappen können. Wow. Shit, shit. Shit, 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 shit. Oh, 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 oh. Drogen. Drogen. Nimm das. Warte kurz, ich muss kurz nachladen. Und Drogen nehmen. Drogen nehmen muss ich. Cool bleiben, cool bleiben. Hey, hey, hey. Alles. Ich will alles. Möchte drauf, drauf gehen möchte ich. Was haben wir denn hier noch? Fury. Mad Max Fury Road. Nimm das hier, elenden Grünhäuter. Habe ich nicht noch Handgranaten? Warte mal, das checken wir mal kurz eben gegen. Habe ich nicht noch Handgranaten? Splittergranate? Oh Mann, die können ja gar nichts hier. Oh oh. Oh oh. Ja, mach das wie Red Kakerlake, du. Feiges Missgetier, du. Mann, Mann, Mann. Immer diese Hektik. Stress ist Gift für mich. Gift für mein Haar. Ne? Sieht schon ganz anders aus, oder mein Freund? Noch kannst du gehen, noch kannst du gehen. Jetzt ist persönlich. Jetzt habe ich dich angeschossen, jetzt kann ich dich nicht mehr gehen lassen. Ja, brenne. Brenne. Ich bin auch wutentbrannt.
Remy Demi hier bei Garahan Mining. Heute, am Tag der offenen Tür, bringen Sie Ihre Familie mit. Bombenstimmung. Oh oh. Wenn die aggressiven Streichinstrumente einsetzen, dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Hey! So, jetzt habe ich mich langsam wieder. Keine Situation, die nicht mit ein wenig Fury gelöst werden kann. Mad Max Fury Road. Ihre Dröhnung für den Nachmittag. Oh, oh, wow! Ja, du bleibst dran, ne? Du bleibst schön dran, ne? Aua, ey, Alter. Wow. Du hast ja einen Schlag gebraucht. Nein! Schande. Schande über mich. Schande über mein Haupt. Uffla. Gott, das gibt's ja nicht. Oh, Raketen, sehr schön. Und Redaway verdünnt. Und noch ein Raketenwerfer. Kann ich den noch mitnehmen? Und irgendwie bin ich auch gerade... Ah! Wow. Wow. Und wir sind durstig, verdammt. Ich hab so einen Durst. Fast hätte ich vergessen, dass ich hier von einer Bande üblen Supermutanten angegriffen werde. Oh, oh, wir haben kein Stimpack mehr. Wow. 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 Ich hab keinen. Ach, nein, 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 nein. Oh, Schande. Oh, so. Ich kotze im Strahl. Ich kotze im Strahl. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Oh, ich habe Kinder. Also, ich will mal welche haben. Zählt ein Hund? Shit, shit, shit. Was mache ich denn jetzt? Ich muss gehen. Ich muss gehen. Bringt das was? Nuka-Cola, die heilt alles. Okay, wir sammeln Energie. Essen, genau, essen konnte man. Ein bisschen Tato-Saft und einen Steak. Oh, sehr schön. Ha! Ich nehme alles zurück. Heute ist unser Shootout hier bei Garahan. Garahan Mining. Der Ort, an dem die Entscheidung fallen wird. Das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir doch mal sehen, mein Freund. So nicht. So nicht. Warte mal, habt ihr was für mich? Nee. Stimpack wäre ganz cool. Oh oh. Oh 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 oh. Warte mal, kann es sein, dass ich meine Camouflage-Rüstung, meine Chamäleon-Rüstung gar nicht anhabe, weil ich schon wieder in die Power-Rüstung geschlüpft bin? Kann das sein? Ja, es ist so. Alles, was mich tarnt. Verdammt, 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 verdammt. Ich hatte mich schon sowieso gewundert gehabt, warum wir so anfällig sind. Mein Auge. Eieieiei, mein lieber, lieber Scholli, was für eine schwere Geburt. Aber sowas muss es auch mal geben. Sowas muss es auf jeden Fall auch mal geben. Dass man sich sein Erfolg hier frei kämpfen muss. Und dabei wollten wir eigentlich nur unser schwarzes Titan runter zur Power-Rüstungswerkbank bringen. Mehr wollten wir gar nicht machen. Und am Ende ist es hier noch ein epischer Shootout geworden. Hier bei Garahan Mining Incorporation.
Ja, ich würde sagen, das ist ein idealer Punkt, um die Folge zu beenden. So actionreich sie auch war. Mir hat sie auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und wenn das auch bei euch der Fall ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir das zeigt in Form von einem verstrahlten Daumen nach oben. Ansonsten wiederschauen und reingehauen. Der Leo, ne? Bis dann. Tschüss.